Freunde, habt ihr auch Lust auf eine ungeschnittene Folge Forza Horizon 5, der Titan, das riesengroße Querfeld einrennen? Dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich hab mir jetzt ein... Was ich beim Songschreiben wirklich anstrebe, ist Authentizität. Ja. Und seit ich zu Horizon gekommen bin... Ich hab mir jetzt wirklich gedacht, ja, jetzt packst du hier dein Intro hin. Aber ich glaube, ich weiß nicht... Ich finde, es ist vielleicht nicht gerade spannend genug, wenn man immer ein Intro vor jedem Video hat. Ich hoffe, der Ton passt bei euch und ist nicht allzu laut. Bei mir sollte das eigentlich... So, auch hinhauen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und zwar in das Bad... Es sind keine 50 Kilometer, Leute. Es sind keine 50 Kilometer, es sind nur 26. Das Baja-Rennen von der Spitze des La Gran Caldera bis in die Tiefen von La Selva führt diese epische Querfeldeinstrecke über eine 26 Kilometer lange Rundreise durch Mexikos wildeste Landschaft. Let's go. Oh, wir sollen uns ein Auto aussuchen. Dann nehmen wir doch unser Lieblings-Offroad-Auto. Ich sollte vielleicht die Maus aus dem Bild machen. Ich mache das jedes Mal falsch. Ich weiß, es tut mir leid. Lautstärke sollte eigentlich okay sein. Ich sollte... Ja, ich mach den Dings noch ein Stückchen leiser. Komm. So. So geht's auch. Weil ich will immer noch, dass meine Stimme hervorsticht, dass ihr mich auch hören könnt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Kann man das überspringen? Nö. Hör auf mit Ankündigen. Ich weiß doch, dass mein Auto toll aussieht. Also. Let's go. 26 Kilometer. Die machen schon wieder Werbung hier für Getränke, die ich nicht trinke. Der Titan. Beenden wir dieses Querfeldeinprogramm mit einem echten. Mit einem Knaller. Ah, das klingt ganz spannend. Mit einem Knaller, das Beenden. Jo, die machen einfach zweimal im Video für mich Werbung für Monster Energy. Und ich trinke das Zeug noch nicht mal, weil ich allgemein kein Energy-Zeug trinke. Herr Xelxi, oder wie auch immer man das ausspricht, könnten Sie vielleicht weggehen? Sie sind ein bisschen im Weg. Und ich bin ein bisschen zu schnell. Oh, jetzt ein Fehler und wir sind tot. Oh, bitte nicht. Ah, wir sind viel zu schnell. Oh, das drückt. Oh. Okay, wir werden wieder langsamer. Okay. Entspannt. Entspannt, entspannt. Ganz entspannt fahren wir dann. Hatten wir dieses Rennen nicht schon mal? Also zumindest den Anfang. Er kommt mir sehr bekannt vor. Oh Gott. Genau, hier ist eine Rechtskurve, die ich viel zu früh nehme, aber da ist eine. Volles Kanonenrohr nach rechts lenken. Perfekt, und hier gerade. Doch, ich glaube, das hatten wir in der... Oh, ich weiß nicht. In der 6., 7., 8., 9. oder 10. Folge hatten wir... Ja, ja, genau das hier. Und hier landet man im Wasser. Ja, das hatten wir schon mal, diese Strecke. Wahrscheinlich eine kürzere Version davon, aber wir hatten sie schon mal, ich weiß das. Ich schmeck das schon aus dem Anfang heraus. Ja, doch, ganz sicher. Oh ja, das war sehr schöne Kurve hier. Wenn ihr wisst, welche Folge das war, schreibt das gerne in die Kommentare oder in den Live-Chat, je nachdem, ob das Video eine Premiere ist oder nicht. Ich weiß nicht. Apropos, heute vor ungefähr einer Stunde, genau einer Stunde fast, wegen der auf die Minute, vor 61 Minuten, kam das zweite Infovideo und das ging ja bei euch total durch die Decke. Das hat jetzt schon 19 Aufrufe. Das ist ja der Wahnsinn. Leute, finde ich super. Ist das so special, so ein Infovideo? Ich hoffe, ihr freut euch vor allen Dingen auf das, was kommt. Ich auf jeden Fall. Ich habe total Lust, Horizon Zero Dawn anzufangen. Ich habe total Lust, Silvester mit euch gemeinsam zu streamen. Weihnachten natürlich auch. Der Weihnachtskurzfilm geht in die Produktion, sobald die Mütze da ist. Der soll so, sagen wir, 2-3 Minuten gehen. Was genau drin vorkommt, ich habe einen groben Plan, aber ich weiß nicht, ob ich den verfolgen kann. Deswegen äußere ich mich jetzt mal einfach noch nicht dazu, was drin vorkommt. Wir hatten die Strecke schon. Ja, das war... Ja, wir hatten die Strecke schon. Auch mit diesen Pilönchen hier die Punkte geben. Jo, wir fahren einfach eine Strecke, die wir schon mal gefahren sind. Wie langweilig. Quality Content, Leute. Egal, das passt schon. Also ich will mich jetzt noch nicht zu dem Kurzfilm äußern. Ja! Weil ich eben noch nicht weiß, ob ich ihn so machen kann, wie ich es will oder anders. Wir haben auf jeden Fall mich in der Hauptrolle. Mich als Nebendarsteller, mich als Regisseur, als Kameramann
und mich als Hintergrundrolle. Da, wie heißt es, als Statist. Könnte spannend werden. Ja, mal gucken. Da geht's nach rechts. Okay. Jo. Wie gesagt, ich finde ja diese Langrennen toll. Da kann man ein bisschen über Real Talk Zeugs machen. Und Leute, nächste Woche kommt das Minecraft Dungeons Update. Und ich freue mich da schon mega drauf. Ich sag's euch, das kann nur episch werden. Also erstens, oh Gott, es ist Minecraft Dungeons. Zweitens, es ist ein Update. Und drittens, es gibt Cloud Saves. Das heißt, ich habe jetzt endlich die Möglichkeit, auch mal zu Hause zu spielen und nicht immer nur hierher zu fahren, um zu spielen. Ins Studio. Weil wenn ich irgendein Game zocken will, fahre ich immer hierher. Weil ich habe kein... Weil eben manche Games unterstützen einfach Cloud Saves nicht. Und dementsprechend sitze ich dann zu Hause und habe Langeweile und fange an zu heulen, weil Ethan Winters tot ist. Das ist mir gestern wirklich passiert. War ein nicht so tolles Erlebnis. Vor allen Dingen die Szene, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das tut mir leid für die Spoiler, aber vor allen Dingen die Szene, als Rose dann auf dem Friedhof ist, das hat mich dann komplett gebrochen. Das war krass. Aber ich empfehle jedem von euch das Spiel. Oh, rechts, rechts, rechts. Oh, hier gibt's noch einen Sprung. Da gibt's einen Sprung, Leute. Fahr, fahr, fahr. Okay, okay. Ja. Hier gibt es noch einen Sprung. Nochmal. Hui. Oh, auf die Straße? Nee, neben der Straße. Heute ist hier nichts mit Straße. Im Bacherrennen? Was kommt danach? Ich weiß es nicht. Und vielleicht können wir sogar diesmal zwei Rennen in eine Folge packen. Je nachdem, wie lange das nächste Rennen geht. Oh, hier könnte es auch einen Sprung geben. Oh, wir kriegen einfach 16.000 Punkte, wenn wir uns dagegen fahren. Yes! Also 16.000 mal irgendwas. Ich sehe nichts. Oh, 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 Wasser, Wasser, Wasser. Oh, hier sind die Horizon Wilds. Aua. Hallo Wilds, Leute. Das sind die Wilden. Die ganz Wilden, ja, ja. Okay. Hier fahren wir erstmal nach links. Also einen anderen Weg hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Oh, noch ein Sprung. Oh, ins Wasser? Nee, übers Wasser. Schade. Hier hatten wir auch, ich glaube, unsere Jetski-Tour, wo Jetskis mit uns gefahren sind. Falls ihr die Folge verpasst habt, schaut auf jeden Fall nach. Ich glaube, da steht auch so drin. Ein Jetski-Race war das. Und obviously, das war total episch. Eben die Schaurennen sind wirklich das Epische am Spiel. Auch wenn es nur drei gibt, finde ich ein bisschen schade. Außer wir schalten noch was frei nach den Rennen. Ich weiß es nicht, weil sonst ist das schon die vorletzte Folge. Yo, kein Problem am Checkpoint. Das ist 1:1 das Rennen, was wir schon mal hatten. Denn ich bin hier auch am Checkpoint vorbeigefahren. Ich weiß es. Wir hatten dieses Rennen schon mal. Genau in dieser Form. 1:1 das gleiche. Und ich finde das... ja, und hier sind wir hängen geblieben. Yo. Und ich finde das irgendwie ein bisschen... Betrug, dass die Macher von Forza nicht mit einkalkuliert haben, dass jemand dieses Rennen schon gefahren ist. Und ich glaube, es war sogar ein Dingsrennen. Es war sogar ein Storyrennen. Na, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Es gibt natürlich Minuspunkte in der Endwertung nachher. Dass man einfach im Story-Modus zweimal 1:1 das gleiche Rennen fährt, finde ich jetzt nicht so nice. Man hätte sich da bestimmt noch was einfallen lassen können. Vor allem sollte der Schluss ja immer am epischsten werden. Nicht wahr? Ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen, weil es hier so wackelig ist und ich sehe oben die Punkte, die fliegen. Bremsen. Und ich würde schon gern diese... Ja, doch. 58.000 Punkte nehme ich mit. Oh, jetzt aber trotzdem bremsen. Den letzten Sprung überleben. Kamera. Oh, das war gar nicht so toll, wie ich dachte. Das hat sich in meinem Kopf besser angefühlt, irgendwie der Sprung. Weiß auch nicht, der war sehr klein, muss ich sagen. Oh, oh, bitte, 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 nicht aus der Kurve raus, nicht zu sehr aus der Kurve raus. Hauptsache, du gettest den Checkpoint. Oh, hier geht's auch noch.
Ja, bremsen, bremsen. Bremsen ist die Lösung, Leute. Wenn ihr zu schnell seid, bremst ab. Wenn ihr von der Polizei verfolgt werdet, bremst ab. Wenn ich vor euch auf der Straße gehe, rüberlaufe, wie auch immer, gebt Vollgas. In die entgegengesetzte Richtung, in der Hoffnung, ich sehe euch nicht. Okay. Was? Ja. Was ist da los? Ich sehe ja wahnsinnig schlimm aus. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade mitten während der Aufnahme mache, aber ich sah ja so richtig schlecht aus auf der... Oh, ich sehe immer noch schlecht aus auf der Kamera. Oh, darum kümmere ich mich gleich. Nach dem Rennen, wenn es dann Schnitt gibt, wenn ich zum nächsten fahre. Yo! War jetzt nicht so cool? Jetzt sehe ich so entsättigt aus, fast grau. Ich kümmere mich da gleich drum. Erstmal fahren wir das Rennen zu Ende. Oh, das tut mir leid, dass ich das nicht gesehen habe, dass die Webcam so schlecht eingestellt ist. Sorry, Leute. Na, ich kann ja auch nicht auf alles gleichzeitig achten. Gameplay-Kamera und noch zusätzlich hier Ding. Aber trotzdem, sorry. Oh, da müssen wir jetzt zwischendurch. Besten irgendwo gegenfahren, hier wieder raus. Perfekto. Ja, schön im Drift bleiben. Es gibt auch noch die Punkte, Seitenstreifer. Yes, 1000 Punkte zusätzlich. Dann einmal nach links. Und da vorne ist das Ziel. Oh, springen wir ins Ziel, Leute. Vollgas, komm, komm, komm. Yo. Bam. Da ist das Ziel des Baja, Baja. Wie auch immer man das jetzt genau ausspricht. Rennen. Darauf erstmal einen Schluck Volvic Wasser. Jetzt sehe ich nicht mehr so schlimm aus mit der Kamera. Ich muss es halt so sehen. Das Problem ist, einmal, ich habe hier einen Monitor, der sagt, ich sehe so aus. Und ich habe den Monitor, der sagt, ich sehe so aus. Und beide Monitore haben irgendwie eine andere Darstellung des Bildes. Okay. Und da ist einer Level 181 gewesen. Ich glaube, da hast du auch Leben durchgespielt. Ja. Wie kann man Querfeld einrennen nicht liegen, wenn man so schöne Landschaft... Ja, mit der Landschaft habe ich gar nicht gesprochen. Das Rennen war cool. Aber es war halt reinste Wiederholung. Was ich jetzt halt nicht so viel gefühlt habe. Im Übrigen, ich habe ja die Hupe dran. Vielleicht sollte ich die auch nochmal zeigen? Ja, Porsche. Porsche Carrera S, der 2019. Hört es euch an. Hört euch die Hupe an. Wenn es dann lädt. Hört sie euch an. Hey Storm, du bist so knapp an der Ruhmeshalle dran. Ich muss die Hupe. Für jedes Auto. Ein Zelt anbauen? Oh, Leute. Das hätte man doch einfacher machen können. Jetzt muss ich hier runter. Bis zum Minus XP Sound. Und dann? Ich wünschte, ich könnte dich reinschummeln. Was ich natürlich nicht tun werde. Wunderschöne Musik. Den zweiten Respin schauen wir uns natürlich auch noch an. Dann gibt es einen Schnitt zum nächsten Rennen gleich, wenn wir ein cooles Auto. Oder Geld nehme ich auch. Wir brauchen nämlich was. Schließlich wollen wir noch ein Auto verschenken. Gut, dann sehen wir uns gleich beim, wie heißt das Ganze? Rush-Rennen. Ja, dann eine epische Wegbereiter in ganz Mexiko. Ja gut, bis gleich. Okay, wir sind da. Es ist aber kein Rennen. Wir müssen einfach nur hier durchfahren. Was ist denn meine Mission? Ich habe keine Ahnung. Also auf der Karte ist irgendwas markiert. Hier rechts von mir. Ich fahre jetzt aber erstmal wieder hier runter. Das scheint mir irgendwie richtig zu sein. Ich weiß es nicht.
Nee, ich spule zurück. Komm. Nee, so versuche ich es erst gar nicht. Wenn einfach so ein blöder... Ja, komm. Nicht, wenn da so ein kompletter Betrugsstein in der Mitte steht. Okay. Also wir haben 200 Sekunden Zeit, irgendwo hinzufahren. Ganz schnell. 9 Kilometer, da ist die Ziellinie. In 200 Sekunden. Sollten machbar sein, wenn wir Offroad fahren. Was ist das denn? Warum steht da einfach random, komplett random ein Stein rum? Im Nichts. Das ist manchmal so ein Betrug. Jetzt sollten wir aber durchkommen. Ja, mit 200 km/h. Ja, ist schon. Ist eine ordentliche Geschwindigkeit. Bitte nicht auf diese Steine drauf. Ich hasse dieses Auto. Fahr doch einfach hier zwischendurch. So schwer ist das doch nicht. Okay, wir haben noch 250 Sekunden, 240 um genau zu sein. Das sollte machbar sein. Oder? Ich weiß es halt nicht, je nachdem, wie schwer das Game jetzt ist, so. Wie hart es uns nimmt. Wobei, mit dem Auto sind wir ganz gut unterwegs. Oh, außer wir haben Bäume. Jo, Bäume. Wir verlieren gleich unsere ganze Punktzahl, die da oben steht. Ja, cool. Cool. Weil ein blöder Baum nicht kaputt beißt. Ein einziger. Diese 10 Millionen Bäume, die kann ich umfahren. Aber es ist dieser eine einzige Baum, bei dem man es nicht kann. Es ist so unwirklich. Noch 180 Sekunden, ne? Ja, es sollte aber machbar sein, oder? Oder? Was denkt ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Ich glaube, wir schaffen es. Weil das Spiel ist auf einfach und einfach ist halt nicht schwer so. Dementsprechend sollte... Ey! Sollte das eigentlich machbar sein? Wenn sie fertig sind, oder welcher Fahrer tapfer genug ist, es damit aufzunehmen? Moment, nein, das nehme ich zurück. Ich weiß genau, welcher Fahrer tapfer genug ist, das zu tun. Ja, ich. Ich bin der Profi. Der Juggernaut wartet schon. Aber Angelika glaubt an dich. Ja, der Juggernaut wartet auf mich, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, was Juggernaut bedeutet. Ich habe dieses Wort schon so häufig gehört. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn das Rennen so heißt, dann... Ist es doch eigentlich... Hat es irgendwas mit Autos zu tun? Ich habe dieses Wort halt echt schon so häufig gehört. Aber ich kenne halt einfach die Bedeutung nicht. Okay, ich fahre jetzt an diesen dummen Bäumen vorbei. Ich weiß, warum es heißt, dass der Wald abgeholzt wird. Weil es so Autofahrer gibt wie mich, die sich darüber aufregen, dass jeder Baum einfach im Weg steht. Das kann's ja nicht sein. Ja, wir schaffen das. Das ist jetzt nicht mehr die Frage. Aber Bäume. Ich hasse Bäume. Jo, überhol uns einfach. Fahr gegen den Baum. Ich wünsch dir, dass du auf einen Legostein trittst. Oh, ich hab's. Perfekt. Leute, das ist das Schlimmste, was ihr jemandem wünschen könnt, dass er auf einen Lego-Stein tritt. Falls ihr überhaupt Legos zu Hause habt, keine Ahnung, ich nicht. Was? Achso, hier hochfahren, oder wie? Ja, wird richtig sein. Das sind keine 3 Sterne, das sind 0 Sterne. Wow, den Wegbereiter hast du mit Bravour abgeschlossen. Das war unglaublich. Wie gesagt, das war großartig. Nimm dir eine Sekunde, um das zu würdigen. Mach ich gleich. Und jetzt nochmal. Du kannst das sicher noch schneller. Ich geb dir gleich auch noch schneller. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir das hinter uns haben. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mich und meine nicht vorhandene Crew so wie immer sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann im letzten Part. Bis dann, Leute, und ciao.